Wir haben ein Tötungsdelikt zu vermelden. Eine 85-jährige Frau ist heute in den Mittagsstunden getötet worden von einem Angehörigen. Und der Tatverdächtige hat sich bei der Polizeidirektion in Hersfeld, sprich Polizeistation, telefonisch gemeldet und gestellt. Der ist mit dem Fahrzeug selber zur Polizeistation gekommen. Zum Tatablauf und zum Tatmotiv kann ich noch keine Aussage machen. Die gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei wird vorbereitet und wird den Medien zur Verfügung gestellt. Der Täter ist 24 Jahre alt und das Opfer 85 Jahre. Im Moment haben wir die besondere Aufbauorganisation und in drei Abschnitte, und zwar den Tatbereich Ermittlungen, den der erste Kriminalhauptkommissar Röbig von der Kriminalpolizei in Hersfeld leitet, dann den Tatortbereich und die Pressearbeit, die wir hier begleiten vor Ort im Moment. Es ist im Moment noch nicht abzusehen, wann die Maßnahmen hier vor Ort beendet sind.